Die Lehrperson spielt einen Reiseleiter bzw. eine Reiseleiterin. Später können auch die Kinder diese Rolle übernehmen. Es wird eine Rundfahrt durch die Heimatregion unternommen. Die Lehrperson nennt Besonderheiten und Merkmale, zum Beispiel Gewässer, Orte oder Erhebungen, an denen sie vorbeikommen. Bei richtig genannten Merkmalen stehen die Kinder auf und hüpfen auf der Stelle, um zu zeigen, dass sie aussteigen wollen. Bei falschen Angaben bleiben sie sitzen, stampfen mit den Füßen und klatschen zugleich in die Hände. Bei falschen Reaktionen können Zusatzbewegungsaufgaben wie zum Beispiel Liegestütze für alle gegeben werden. So, liebe Kinder, heute sind wir in der Steiermark und jetzt sind wir am Schlossberg. Jetzt fahren wir die Mur entlang. Jetzt sind wir an der Donau. Jetzt sind wir an der Sulm. Marie und Anna, bitte 2 Liegestützen machen. Sehr gut. Das Spiel geht weiter. Jetzt sind wir am Dachstein. In der Steiermark. Stefan, bitte hör auf zum Reden. Marie und Anna, bitte Liegestützen machen. Ich hab Scheiße gesagt, das können wir nicht reden lassen.